Na moin, na ihr Rallies, willkommen zurück zur Pokémon Rubin Randomized Nuzlocke. Und heute müssen wir offenbar mal wieder Richtung Team Magma lauern. Aber vorher möchte ich eine Sache nachschauen. Und zwar möchte ich im Osten von Segrasol City nochmal gucken, ob das Team Magma Versteck mittlerweile verschwunden ist. Ich habe nämlich in Erinnerung, also aus meiner Kindheitszeit, wenn ich Pokémon gespielt habe, dass man später nicht mehr da reinkommt. Aber nachdem ich es dieses Mal verlassen habe, war es nicht weg. Jetzt will ich sehen, ob man jetzt noch rein kann. Nee, ich glaube, die Tür ist tatsächlich weg, also der Eingang. Das wäre ganz gut, weil dann würde ich nicht völlig verwirrt sein. Ja, ist versiegelt. Super geil. Also, wäre super scheiße, wenn ich damals nicht alles mitgenommen hätte. Habe ich aber zum Glück gemacht. So, jetzt geht's aber ohne weitere Verzögerung direkt zur Tiefseehöhle. Das muss nämlich jetzt sein. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr habt meine Teamzusammenstellung aus dem letzten Part genossen, liebe Genossinnen und Genossen, und könnt euch jetzt wieder entspannt mit Popcorn auf ein abenteuerliches Video freuen. Und 2 Sekunden, nachdem man ins Wasser hüpft, springt eine verrückte Pflanze an. Hallo Bluebella, was machst du hier? Willst du überhaupt wirklich mit mir kämpfen? Ich glaube nicht, weil Kugelblitz ist schon ein ziemlich fesches Vieh. Voltager. So. Erhält Erfahrungspunkte. Euler, Growler, alle. Okay, das wird eine sehr langwierige Levelphase. Ich weiß nur gar nicht mehr gerade, wo denn der Eingang zu dieser Tiefseehöhle war. Entweder war der auf dieser Route oder nicht. Weiß ich nicht. Man muss auf jeden Fall tauchen und unter Wasser herdümpeln. Ladida. Hier liegen, glaube ich, auch ein paar Items. Ich glaube, wir waren ja auch schon mal vor 1-2 Parts unter Wasser ganz kurz, als wir Pokémon suchen wollten. Aber jetzt suchen wir nicht Pokémon, jetzt suchen wir den Unterwasserhöhleneingang. Ja, irgendwie sagt einem das Spiel gar nicht, dass man hier hin muss. Das finde ich ein bisschen dämlich. Also, ich weiß es zwar noch, weil ich damals ja viel Pokémon gespielt habe, aber ich wüsste es jetzt nicht, wenn ich es zum ersten Mal spiele, dass ich jetzt hierher muss. Also, man kann sich's denken, weil man kann jetzt endlich Taucher einsetzen und tauchen. Aber es gibt kein Indiz. Also, natürlich, es gibt das Indiz, dass Team Magma ein U-Boot geklaut haben. Von daher ist das vielleicht ausreichend. In früheren Spielen war es ja generell eher so, dass man nicht zu viele Informationen bekommen hat. Aber Pokémon Rubin ist ja eigentlich jetzt doch nicht mehr unbedingt so sehr ein früheres Spiel. Das ist ja schon etwas neuer, wenn man so will. Es ist ja noch aus dem Jahr 2003 sowas, 2002, keine Ahnung. So um den Dreh. Ich glaube 2002 ist es erschienen, aber ich könnte mich irren. So, da ist die Höhle. Aber erstmal dümpeln wir noch ein bisschen hier entlang, um zu gucken, ob wir noch was Tolles finden. Ich glaube es aber nicht. Hier unten treffen wir auch nicht auf Pokémon. Das ist ziemlich komisch eigentlich, dass man hier unter Wasser rumdümpelt und keine Pokémon auf einen treffen. Und wenn man über Wasser schwimmt, dann findest du alle 3 Sekunden so ein Pokémon. Das ist auch ein bisschen surreal. Also hier gibt es im Seegras zwar Pokémon, aber so hier nicht. Aber ich rieche mich nicht auf, das ist normal. So, ich glaube, genau, hier ist das U-Boot. Tiefseeforschungsboot 1 steht auf der Außenhülle. Das ist das U-Boot, das Team Magma in Graffitport City gestohlen hat. Team Magma muss hier also an Land gegangen sein. Genau, wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass man hier unbedingt hin soll, sondern man schwimmt und denkt und weiß nicht, was passiert und kommt nicht vorwärts und irgendwann taucht man hier wieder auf. Denn ich glaube, die 8. Arena ist nämlich noch verschlossen zu diesem Zeitpunkt. Da kommt man erst hin, wenn man Team Magma zernudelt hat. Habe ich gar nicht probiert jetzt im Spiel, aber will ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt hier weitermachen. Moin. Bevor ich aber weitermache, möchte ich mal ganz kurz noch gucken. Ich glaube, in der Tiefseehöhle darf ich auch noch fangen. Ja. Hier steht drauf, ich darf in der Tiefseehöhle noch fangen. Wenn ich jetzt hier ein ultra geiles Pokémon bekomme, muss ich vielleicht meine ganze Teamplanung vom letzten Part nochmal über den Haufen schmeißen. Oh, interessante Musik. So, erstmal hier rauf und runter. Jetzt sag nicht, ich brauche auch noch Zertrümmerer. Und ich dachte, ich hätte es jetzt mit den VM-Flitschen. Da muss ich ja doch noch hier eine zweite VM-Flitsche mitnehmen. Das ist doch scheiße. Okay. Kommen mir keine wilden Pokémon irgendwie? Doch. In der Tiefseehöhle haben wir das Potenzial, ein Rizeros zu fangen. Rizeros ist cool. Rizeros ist ziemlich cool. Das werde ich versuchen mitzunehmen, wenn ich es jetzt nicht direkt zerstöre. Sehr gut. Rizeros. Packe ich mir erstmal auf meine Liste. Die füllt sich immer mehr, ist das nicht toll? Eierbombe. Du bist mir auch so eine Eierbombe. Also stellt euch mal vor, das Vieh wirft mit seinen riesen
Nashornklöten auf euch. Und es hat Temposchub, was ich nach wie vor eine der besten Fähigkeiten finde. Oder eine der besten vielleicht nicht, aber eine gute Fähigkeit. Hör auf, mich mit deinen Klöten zu bewerfen, Rizeros. Unglaublich. So, Spukball. Kugelblitz wirft auch mit Klöten. Jetzt ist nur das Problem... Das ist schon wieder relativ gefährlich hier, was Rizeros da macht. Da wechseln wir jetzt erstmal auf Tabaluga, damit wir hier nichts anbrennen lassen. Ich glaube, ich habe jetzt gar keine Pokebälle mehr. Kann das sein? Dornkanone, das kannst du machen. Doch, ein paar wenige Pokebälle könnte ich noch haben, aber nicht wirklich viele. Ich hoffe, dass ich Rizeros jetzt trotzdem gefangen bekomme. Wäre ja eklig, wenn nicht, weil das doch relativ cool ist. Hyperball! Na? Na? Hada, 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 moin! Rizeros wurde gefangen, geil! Rizeros wurde gefangen, ich bin begeistert. Rizeros kriegt einen Eintrag im Pokédex. Rizeros ist ein Bohrer. 1,9 Meter groß, 120 Kilo schwer. Mit seinem Horn kann Rizeros selbst Diamanten zerbrechen. Ein einziger Hieb mit seinem Schweif kann ein Haus zum Einsturz bringen. Die Haut dieses Pokémon ist so hart, dass nicht einmal Kanonenkugeln Kratzer hinterlassen. So, wenn Rizeros ein Bohrer ist, nennen wir ihn doch einfach, ja, die Idee wäre jetzt eigentlich Nachbar gewesen, aber das ist eine Frau. Nachbarin? Na gut, Nachbarin. Nee, nicht Nachbarin. Nennen wir ihn einfach, sie einfach, die hübsche Dame da. Bohrer. Ja, weil ich Nachbar, weil Nachbarn ja immer zu viel bohren. Wobei ich glaube, ich bin in unserem Haus sogar der Bohrmeister, der allen auf den Sack geht mit dem Bohren. Sorry an dieser Stelle, falls mir einer meiner Nachbarn zusieht. So, Bohrer ist jetzt dabei. Jetzt ist nur die Frage, wer kann denn Zertrümmerer erlernen? Fangen wir erstmal damit an. Ich will jetzt nicht für einmal Zertrümmerer wieder nach Hause fliegen, aber wahrscheinlich muss ich's tun. Erlernen könnte es Aquaman und Euler. Euler soll es nicht erlernen und Aquaman kann keine Attacken vergessen, ne? Dass der das überhaupt vorschlägt, ist doch Quatsch. Na gut, wir können ihn einfach Surfer vergessen lassen, weil Surfer lernt ja sowieso, hat ja sowieso unser Tabaluga. Das heißt, wir müssen eigentlich... Nein, jetzt lass. Wir müssen eigentlich nur zurückfliegen und zum Attackenverlerner. Nur in welcher Stadt ist der jetzt? Das weiß ich nicht. Ach, jetzt kann ich hier nicht fliegen. Kinder, was soll das denn? Manchmal könnte das mir aber auch schwer machen im Leben. Das ist doch wieder richtig unnötig. Jetzt muss ich erstmal Dampf ablassen. So, was hätte ich hier noch bekommen können? Hätte ein Flunkiefer sein können. Das ist totaler Unsinn, das Vieh. Also bin ich mit Bora Bora echt zufrieden. Raus hier. Ich weiß noch nicht, wo der Attackenverlerner in dieser Generation ist. Ich meine, entweder in Xeneroville oder in Segrasulp City. Wo mag er sein? Kann ich hier auftauchen? Ja, wunderbar. Na, wir haben ja Fliegen, wir können ja beide Städte abklappern. Eine dieser beiden Städte wird sein. In Gold war es auf jeden Fall die letzte Stadt, deswegen versuche ich erstmal Xeneroville, aber ich glaube, es könnte auch Segrasulp City sein. Erstmal heilen. Und, naja gut, was wir auf... Nein, Quatsch, das ist ja auf jeden Fall in Segrasulp City, da waren wir doch schon. Ja, hier in... Ich glaube, in... In Pokémon Smaragd ist hier irgendeiner mit Attacken. Ich glaube, der Attackenhelfer, der ist aber in diesem, in Pokémon Rubin auch in einer anderen Stadt, in Laubwechselfeld. Aber gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir auf jeden Fall, das war nur deswegen bin ich hierher geflogen, dann können wir auf jeden Fall doch noch gucken, ob die Arena verschlossen ist. Die Tür ist zu. Wir könnten eigentlich auch heute mal Xeneroville erkunden und gucken, warum die Arena verschlossen ist, aber das will ich jetzt nicht. Nein, dann versuchen wir Segrasulp City. Ist da der Attackenverlerner? Ich glaub's fast. Dann wäre ja doch noch alles halbwegs im Lot. Ach so, und wir müssen natürlich kurz gucken, was Fräulein Bora Bora kann. So, Fräulein Bora Bora beherrscht. Also es hat auf jeden Fall ja ein paar ganz gute Attacken beherrscht. Bora Bora hat Temposchub auf jeden Fall und hat Durchbruch, das ist ganz okay. Dornkanone, das ist so mittelprächtig. Geheimpower ist ganz gut. Und Eierbombe, das war relativ gut. Aber Bora Bora kommt jetzt erstmal nicht mit. Vielleicht in Zukunft. Auch hier, generell gilt für alle Pokémon, die ich in den letzten 2-3 Parts gefangen habe, alternative Namen sind auch erwünscht. Ich muss auch selber mal überlegen, ob mir vielleicht noch ein Name einfällt, den ich meinen Pokémon stattdessen geben kann. Weil, Grasse-Modell? Nein. Weil ich irgendwie noch nicht so ganz zufrieden bin mit den Namen, die ich da vergeben habe. Aber das ist halt das Problem, wenn man so viel Kreativität in einem Part
bringen muss, also so viele Namen sich ausdenken muss, da ist manchmal ein bisschen überfordernd. Nee, hier ist der nicht. Jetzt sag nicht, dass der Attackenverlerner jetzt doch in Xeneroville ist, aber ich bin mir fast sicher, dass der hier in dieser Stadt ist. Hier ist wieder so ein... Das habe ich auch nie verstanden, was das soll. Für einen Leuchtturm ist das viel zu klein. So, wo könnte der noch sein, der Kerl? Da, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, Grassi-Modell? Ist er da? Ja, da ist er. Hier werden Pokémon-Attacken verlernt, genau. Dass man überhaupt... Okay, doch, es macht schon Sinn, dass man VM-Attacken nicht einfach so verlernen kann, weil man sonst, wenn es schlecht läuft, nicht mehr weg kann. Also ist es schon okay, es ist sinnvoll. Vergesse bitte Surfer. Surfer von Aquaman. Blim, blim, blim. Da hat einer nochmal kurz auf die Tasten gehauen. So, jetzt kriegst du noch Zertrümmerer. Das ist so eine richtige VM-Flitsche. Wenn ich jetzt noch irgendwie Zerschneider in dieser Scheißhöhle brauche, was äußerst surreal wäre, aber ich traue es dem Spiel glatt zu, dann mache ich einen Rage Quit. Also dann habe ich keine Lust mehr. Diese VM-Attacken. Ich habe mich da, glaube ich, schon mal drüber aufgeregt, dass ich VMs kacke finde. Und ich glaube, jeder macht das, weil keiner findet... Also diese... Ach, wenn man das einfach einem Pokémon beibringen könnte... Also ich habe ja zwei Methoden mir überlegt, wie man das machen könnte. Oh, erstmal einen Schluck Eistee hier bei diesen unglaublichen Temperaturen. Übrigens hausgemacht. Der ist leckerer und gesünder. Nein, also es gibt zwei Methoden, finde ich, mit denen man VMs nicht nervig gestalten könnte. Entweder man macht sie komplett als Items. Das hat mir sogar schon mal jemand geschrieben, dass es... Nein, jetzt will ich nicht auch einsetzen. Dass es da extra einen Pokémon-Hack gibt, in dem das tatsächlich, glaube ich, per Item funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht mal irgendwann einen Pokémon-Hack spielen soll. Also einen, den ich auf jeden Fall irgendwann spielen wollte, ist Pokémon Feuergrün. Der wurde mir auch vorgeschlagen von einem Zuschauer. Den möchte ich auf jeden Fall mal machen, weil der lustig aussieht. Also das ist mehr so ein Ulk-Spiel, weniger ein richtiges Pokémon-Spiel, glaube ich, aber nichtsdestotrotz sicher ganz cool. Aber es gibt ja wirklich viele Pokémon-Hacks. Ich wollte auch schon immer mal selber einen machen. Ich glaube, der Otter hatte auch mal irgendwann gesagt, dass er einen machen will, aber vom Otter, da weiß man ja nie, was passiert. Weiß ich jetzt nicht mehr, ob der einen machen wollte, aber vielleicht, wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe, werde ich einen Pokémon-Hack spielen. Na, jedenfalls, das wäre eine Option, wie man mit VMs umgehen kann, dass man sie eben als Items einbaut. Das wäre halt noch ein bisschen blöd, weil eigentlich sollen das ja schon Attacken darstellen. Was also noch besser ist, ist einfach, dass man das seinen Pokémon schon beibringen muss, aber dass das nicht als eine der vier Attacken, die ein Pokémon hat, zählt, sondern als zusätzliche Attacke. Und dann kann es entweder diese zusätzliche Attacke im Kampf nicht einsetzen oder hat halt dann fünf Attacken im Kampf. Meine Güte, man muss ja nicht sich auf vier beschränken, immer. Das wäre doch mal eine Neuerung und nicht ein Spiel, wo irgendwelche komischen Pikachus aussehen, als wären sie gerade durch die Wurst gedreht. Ja, ich rede von Pokémon Sonne und Mond. Was ich mir wahrscheinlich trotzdem holen werde, weil Pokémon. Moin! Wir können hier keine Kinder gebrauchen, geh nach Hause, sofort! Oh, Junge. Oh, das war aber jetzt so eine komische Kampf-Animation. Der könnte ein heftiger Typ sein mit seinem Sichlor. Sichlor ist auch mega geil. Ich werde übrigens bald anfangen, Pokémon Go zu spielen, weil ich wahrscheinlich, wenn alles jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann könnte es sein, dass ich von dem lieben Mulibert das alte Handy mir besorgen werde. Also natürlich nicht, also ich werde es ihm nicht klauen, sondern ich werde es ihm abkaufen, weil er jetzt ein neues Handy sich zulegt. Und mein Handy hängt sowieso in den Seilen. Und wenn das so ist, weil das ein Android-Handy ist, dann könnte ich mir tatsächlich danach endlich mal Pokémon Go gönnen. Ich meine, der Hype ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Der ist noch ziemlich, ziemlich groß. Und das Spiel ist ja auch erst ein, zwei Wochen alt. Da komme ich nicht zu spät. Und ich habe mega Lust darauf. Ich will das endlich mal selber spielen. Vielleicht geht es mir nach 3 Tagen auf die Nerven, aber dann ist es auch nicht so schlimm, weil immerhin könnte ich auf dem Handy auch Hearthstone, glaube ich, installieren. Und das hört bei mir nicht auf, die Begeisterung. Das spiele ich jetzt schon seit fast 3 Jahren. Aber trotzdem. Guck mal, die sind hier ganz schön heftig unterwegs, die Trainer. Der hat ja auch 2 Level 37er Pokémon, das darf man gerade mal nicht so vergessen. Hat sich nämlich ein Kumpel von mir, der auch die Nuzlocke verfolgt, der hat mit dem habe ich neulich telefoniert. Und der hat mir gesagt, dass ich doch mal machen könnte. Die Rallye-Regel sagt ja nicht, dass ich auf dem Level des Arenaleiters sein muss. Ich darf noch nicht drüber sein. Und dass ich es doch, um es noch ein bisschen spannender zu machen, es so machen könnte, dass ich einfach
dass ich einfach die noch ein bisschen unterlevelt antrete. Und ich habe gesagt, ja, könnte man machen, aber erstmal mache ich es nicht. Nur wenn es in ewig langen Leveling-Phasen ausartet. Und jetzt merke ich auch gerade, dass ich nicht unterlevelt sein möchte, weil es schon gegen die hier schon wieder schwierig ist. So, Kugelblitz kriegt Erfahrungspunkte, Euler und Growler kriegen Erfahrungspunkte, Rüpel ist besiegt. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Wenn ich die vergiftet habe, ist sie gestorben. Deine nicht. Ich möchte befördert werden, dann kann ich all die Rüpel rumkommandieren. Was willst du jetzt, zur Mutter oder befördert werden? Beides geht nicht. Also geht vielleicht schon, aber eher ungewöhnlich. Haben wir noch Supertränke? Nee, natürlich nicht. Aber ich will jetzt keinen Hypertank dafür verblödeln. Das habe ich eine Zitrubeere, das wäre noch die Alternative. Ja, dann kriegst du jetzt erstmal, du kriegst eine Beere, Kugelblitz. Eine soll dir erstmal reichen. So, ach komm, einen Kampf machen wir heute noch. Ich hatte eigentlich Action versprochen, aber durch diese VM-Fletscherei ging das jetzt schon wieder nicht so richtig actionreich los, aber ein bisschen. Dieses U-Boot, es ist sehr eng, ich habe deshalb überall blaue Flecken. Ja stimmt, alle Rüpel, die jetzt gerade hier drin sind, müssen sich ja in dieses scheiß U-Boot gequetscht haben. Meine Güte, der muss ja fast in Gruppensex ausgeartet sein. Tragosso, Level 38. Wenn der jetzt irgendwie Hornbohrer oder Guillotine kann, könnte es richtig eng werden. Oje, oje. Meteorologe. Was ist das jetzt hier? Ist da einfach eine Normalattacke, ne? Die nicht besonders gut ist. Kegefick. Na gut, das machen wir nicht. Riechsalz, ist das besser? Ein bisschen. Oh, scheiße, jetzt wird er hart. Jetzt wird er hart. That's what she said. Oh, oh, oh. Okay, jetzt müssen wir irgendeine normale Attacke einsetzen. Also Riechsalz am besten weiter. Weil, also eine physische Attacke. Weil Feuerschlag ist ja in dieser Generation noch keine physische Attacke. Und, Spukball ja sowieso, glaube ich, nicht, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber das reicht, das kommt ganz gut hin. Aber ihr müsst zugeben, also die Kämpfe sind jetzt schon ein bisschen schwieriger. Auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht und ich immer wieder danach heile, ja, aber trotzdem, ist so. Kugelblitz kriegt Erfahrungspunkte. Vor allem wird es einfach mega schwierig nachher, wenn Kugelblitz, der darf ja auch nicht zu hart leveln. Verlieren verursacht mir Muskelkater. Das heißt, dann müssen möglichst... Das U-Boot, das wir aufgetrieben haben, ist fürchterlich eng, brutal eng, sage ich. Man stößt sich überall den Kock. Man muss jetzt möglichst gucken, dass dann wenigstens einer von Growler und Euler schon weit genug ist, um dann die restlichen Kämpfe zu übernehmen, um hier weiter zu leveln, weil sonst geht's nicht. Okay, hier ist ein Ausgang, aber nicht wirklich ein Ausgang. Oh Gott, die Höhle wird kompliziert. Okay, Leute, ich fletsche noch dieses wilde Pokémon hier. Ich hätte hier auch noch einen Felino bekommen können. Das wäre ja doch auch noch eine Option gewesen. Felino ist eigentlich cool. Also, Felino ist ein Volldepp, so wie der grinst. Aber die Weiterentwicklung ist cool. Morlord. Spiegelcape. Nee, mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Mach mal keinen Scheiß. Felino ist platt. Ich bin platt für jetzt erstmal. Ich muss mir jetzt erstmal nochmal einen großen Schluck Eistee gönnen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal geht's hier weiter in dieser Tiefseehöhle. Und... kriegen wir alles hin. Ihr Rallis, wenn es euch gefallen hat, seid so gut, lasst mir noch einen netten Kommentar oder eine positive Bewertung da und schaltet ruhig beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin, euer Scully, der Rally. Moin!